Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project Ocean 2 Kappa Mode. So, wir haben eigentlich nicht mehr allzu viel zu tun langsam. Also wir nähern uns richtig dem Ende. Heute würde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich in dieser Aufnahme, kann nicht sein, dass ich das, kann sein, dass ich das jetzt machen werde, ich weiß ja noch nicht, den Chaos Guardian besiege und dementsprechend dann aber hier Lambda fertig abschließe, weil naja, dafür brauchen wir einen Chaos Guardian, gut. Beta habe ich jetzt fertig gemacht, Alpha war fertig. Gamma müssen wir noch ein bisschen was machen. Da brauchen wir eigentlich nur noch die Chipsets. Was haben wir davon da? Chip. Okay, nicht allzu viel. Da brauchen wir Redstone, Iron, Redstone, Iron, Quartz und Emerald noch. Also. Redstone, Iron, Quartz und Emerald. Dann schmeißen wir die schon mal gerade rein. Okay. Dann machen wir mal gerade ganz kurz hier leer. Und dann so. Und dann wollen wir. Halt. 1, 2, 3, 4. Packen die hier rein. Sehr schön. Eine Endothermic Pump brauchen wir. Machen wir es mal hier ein bisschen. Ja. Endothermic. Da. Was haben wir davon denn da? Sehr schön. Das sind schon ein paar Sachen. Ender Diamond ist gar kein Thema. Lava Crystal sollte auch kein Thema sein. Fire Charge haben wir mal Autocraft. So, Fire Charge jetzt haben wir auf Autocraft. Machen wir es mal 10. Sucht uns ja eh nicht. Eine Dark Pickaxe, daran könnte es scheitern oder auch nicht. Ein Eye of Ender. So, wir brauchen aber noch hier Ender Infused Obsidian. Als ob ich jetzt keine Blaze Sword mehr habe. Ich wollte schon gerade gesagt haben. Und einen Lava Bucket. Oh, das war auch auf Autocraft. Ja, sehr gut. Und das letzte ist Energized Water. Da braucht man eine Viewing Station. Haben wir die? Haben wir nicht. Die Imbuing Station, die habe ich glaube ich noch nie benutzt. Brauchen wir Vines und Greenstained Clay. So. Sollte man dann auch brennen. I don't care. Ne? I don't care. Kennst du, wenn du am Kehren sein solltest und ja, okay, ich lasse es sein. Im Viewing Station? Da braucht man jetzt Energized Water. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Hex? Gunpowder, Glowstone, oder. Das wird uns jetzt alles kosten, was wir haben. Also, das jetzt herzustellen, das wird richtig schwierig. Ich weiß echt nicht, ob wir das hinkriegen sollten. Denn wir haben auch gerade kein Wasser. Kann ich hier? Nö. Ich hätte hier irgendwo noch nicht. Komm, weißt du was? Wenn es daran scheitern soll, bitteschön.
Zack. Zack. ME. So. Im Viewing Station, das werden wir jetzt auch nur einmal brauchen. Okay. Dann einmal ganz kurz warten, bis das fertig ist, aber dann sollten wir es auch schon haben. So, Energized Water. Kann man nicht trinken, hatte ich jetzt gerade gedacht. Was hat denn Energy Distributor? Endothermic Pump. Haben wir abgeschlossen. Eine Ender Query. Kommt die Trash Can Energy. Wo ich bis heute nicht verstanden habe, dass es sowas gibt. Weil ganz ehrlich, Energie ist etwas, was man immer zu viel haben sollte. So. Ein Culinary Generator. Da würde ich gerne ein Rezept machen. Okay. Okay. Warte mal. Furnace? Genau, Iron haben wir schon auf Rezept. Und den Rest auch. Piston. Ein Code. So, und dann machst du bitte mal so. Was fehlt jetzt schon wieder? Ein normaler Furnace. Ich bin gerade zu blöd zum Schreiben, ne? So. Culinary. Okay. Culinary, machst du bitte 64? Muss ich jetzt ernsthaft auch das schon Rezept machen? Und dafür haben wir ein Rezept, genau. So. Culinary. 64. Oh, jetzt noch die Copper Coils. Ja, gut. Hemp. Machen wir jetzt gerade ganz einfach, weil ich gerade keinen Bock habe, noch großartig hier deswegen jetzt zu scheitern. Okay, scheitern wird es daran auf gar keinen Fall, aber ihr wisst, was ich meine. Erde. Ja, ich bräuchte vielleicht mal so eine. Meine guten alten Obsidian Metok. Ah ja, Cropsticks. So. Haben wir hier noch irgendwo einen Imaginary Time? Ja, haben wir. Tesseract. Machen wir sogar mal die ganz, ganz schnelle Aktion. Conduit. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, wieso kriegt... Okay, machen wir jetzt ganz einfach. Weil ich die Schnauze auch hier voll habe. Hier werden nur Sterne rausgezogen.
kriegst du da eigentlich Cyanide rein? So. Jetzt sollte das doch mal besser gehen. Jawohl, schau dich das mal an. So, dann können wir jetzt gleich noch schon mal die Chips jetzt rausholen. Zack, zack. Immer so weiter. Ich mache jetzt einfach mal einen halben Stack fertig. Das sollte dann reichen. So. Ich finde es aber auch gerade schön, dass wir uns gerade zu dem Ende nähern. Ich bin ehrlich, so langsam geht mir das Pack dann doch ein bisschen auf den Sack. Ich meine, es macht Spaß, gar keinen Fall. Aber es ist einfach so viel geworden. So. Dann kommt das alles weg. Dann brauchen wir wieso kommt jetzt keine Energie rüber? Ach so, das wird hier von noch. Ah. Packen wir das eine dazu noch dazu. So, dann haben wir schon mal hier die beiden. Brauchen wir nur noch die letzten beiden. Packen die mir gerade rein. Den Dislocator will ich haben. Alter, 13 Dislocator. So, wir brauchen noch eine Ender Query. Das sollte ich aber dann hier bitte suchen. Okay. Moment. Braucht man Diamond Pixel. Habe ich das richtig gesehen? Wir brauchen zwei, genau. Zwei Diamond Pickaxe und zwei Äxte. Und dann machen wir mal die Diamond Pixel daraus. So, dann brauchen wir Gears. Und zwar Mana, Ferris und Lumium. Ferris. Mana machen wir so. Und Lumium. Na. Und jetzt bin ich froh, dass wir so ziemlich alles an Maschinen haben, weil jetzt ist es einfach nur so zack, zack. Oh, ich muss gleich mal gucken, warum meine Hände so scheiße fitzig sind. Chipsets haben wir. Da mache ich mal gerade ein paar Diamant. So. Haben wir jetzt gleich schon einen fertig? Natürlich nicht. Was brauchen wir denn noch für die Ender Query? Magical Wood ist kein Thema. Das mache ich gleich offscreen. Wisst ihr was? Die hat sich dann sogar jetzt gleich schon offscreen fertig laufen, weil wir haben ja eigentlich schon alles zusammen. Weil der Rest ist nur noch warten. Hier so eine. Das Teil kann ich mal gerade craften.
Zack, haben wir. Ja, den Rest haben wir eigentlich zusammen. Dann lasse ich das gleich craften. Und ich mache jetzt gleich mal gerade eine kürzere Folge. Weil irgendwie muss ich mal gerade ganz dringend aufs Klo. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.